Zum Thema Quadratwurzeln. Beginnen wir mit einigen Beispielen. Wenn ein Quadrat als Flächeninhalt 16 hat, dann muss dessen Seite 4 lang sein. Wir sagen, die Quadratwurzel aus 16 ist 4, dann und genau dann, wenn 4 im Quadrat 16 ergibt und wenn 4 positiv ist. Wir müssen diese Bedingung hinzuschreiben, denn minus 4 im Quadrat ergibt auch 16. Wir möchten aber, dass die Quadratwurzel von einer Zahl eine positive Zahl ergibt. Zweites Beispiel, Quadratwurzel aus 81, das macht 9. Warum? Weil 9 im Quadrat 81 ergibt und weil 9 größer gleich 0 ist. Die Quadratwurzel aus 144, das macht 12. Denn 12 im Quadrat ergibt 144 und die 12 ist größer gleich 0. Ein weiteres Beispiel, die Quadratwurzel aus 1 ergibt 1. Denn das Quadrat von 1 ist 1 und die 1 ist größer gleich 0. Und aus genau demselben Grund muss die Quadratwurzel von 0 0 sein. Denn 0 im Quadrat ergibt 0 und 0 ist größer gleich 0. Also können wir jetzt die Quadratwurzel allgemein definieren. Die Quadratwurzel einer positiven Zahl a ist gleich b, dann und genau dann, wenn die Antwort b im Quadrat diese angegebene positive Zahl a ist und wenn b größer gleich 0 ist. Wir verlangen also von einer Quadratwurzel größer gleich 0 zu sein. Da b im Quadrat a ergibt, funktioniert diese Definition nur für positive Zahlen a. Positiv, aber nicht unbedingt streng positiv. Kommen wir jetzt zu zwei Eigenschaften dieser Quadratwurzeln. Für alle streng positiven Zahlen a und b gilt, die Quadratwurzel aus a mal b, das ist die Quadratwurzel aus a mal die Quadratwurzel aus b. Und die Quadratwurzel von a geteilt durch b, das ist die Quadratwurzel von a geteilt durch die Quadratwurzel von b. Um diese zwei Formeln zu beweisen, reicht es, zu beweisen, dass das Quadrat von der linken Seite genau dasselbe ist wie das Quadrat von der rechten Seite. Auch für diese Formel. Beweisen wir zuerst die erste. Die Quadratwurzel aus a mal b, das ist die Wurzel aus a mal die Wurzel aus b. Dann und genau dann, wenn die Quadrate dieser zwei Zahlen gleich sind, da es sich hier ausschließlich um positive Zahlen handelt. Die Quadratwurzel aus a mal b im Quadrat, das macht natürlich a mal b. Und hier haben wir das Quadrat von einem Produkt. Das Quadrat von einem Produkt, das ist das Produkt der einzelnen Quadrate. Das Quadrat von der Quadratwurzel aus a, das macht aber a. Und das Quadrat von der Quadratwurzel aus b, das macht b. Also diese Formel ist richtig dann und genau dann, wenn a mal b dasselbe ist wie a mal b, was offensichtlich stimmt. Und genauso gehen wir vor für den Beweis der zweiten Formel. Diese zwei Zahlen sind gleich, dann und genau dann, wenn ihre Quadrate gleich sind, da es sich hier ausschließlich um positive Zahlen handelt. Das Quadrat von der Wurzel ist natürlich der Radikant. Das, was unter der Quadratwurzel steht, das nennt man Radikant. Und hier haben wir das Quadrat von einem Bruch. Das Quadrat von einem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Quadrate. Und das Quadrat von der Quadratwurzel aus a, das ist natürlich a. Und das Quadrat von der Quadratwurzel aus b, das ist b. Diese Formel ist also richtig, dann und genau dann, wenn a auf b dasselbe ist wie a auf b, was offensichtlich ist. Kommen wir noch zu einigen Beispielen, Anwendungen von diesen Formeln. Die Quadratwurzel aus 36,
Wer nicht sofort sieht, dass das 6 ist, der zerlegt eben die 36 ins Produkt 4 mal 9. Und da die Quadratwurzel von einem Produkt genau dasselbe ist wie das Produkt der einzelnen Quadratwurzeln, das sagt die erste Formel hier aus, berechnen wir hier die Quadratwurzel aus 4, das heißt 2, mal die Quadratwurzel aus 9, das heißt 3. Und 2 mal 3, das macht 6. Wir wissen, dass die Quadratwurzel aus 25 5 ergibt, aber Vorsicht, 25 ist genau dasselbe wie 16 plus 9. Die Quadratwurzel von 16 plus 9 ist aber nicht die Quadratwurzel von 16 plus die Quadratwurzel von 9. Denn die Quadratwurzel von 16, das macht 4. Und die Quadratwurzel von 9, das ist 3. 4 plus 3 ist aber 7 und nicht 5. Die Quadratwurzel von 25, das macht 5. Die Quadratwurzel von 16 plus die Quadratwurzel von 9 macht aber 7. Also sind diese zwei Zahlen nicht gleich. Vorsicht, die Quadratwurzel von einem Produkt, das ist das Produkt der Quadratwurzeln. Die Quadratwurzel von einem Bruch, das ist der Bruch der einzelnen Quadratwurzeln. Aber die Quadratwurzel einer Summe, das ist nicht die Summe der Quadratwurzeln, und die Quadratwurzel einer Differenz, das ist nicht die Differenz der Quadratwurzeln. Wir haben Tendenz, solche Formeln anzuwenden, sie stimmen aber nicht. Also Vorsicht, Vorsicht. Ein weiteres Beispiel: Wer sofort erkennt, dass die Quadratwurzel von 1296 36 ergibt, der schreibt es hin und fertig. Wer das nicht erkennt, kann trotzdem diese Quadratwurzel bestimmen, indem er eine Primfaktorenzerlegung vom Radikant 1296 vornimmt. 1296 ist teilbar durch 2, wir teilen also durch 2 und finden 648. Die Zahl ist nochmal teilbar durch 2, 648 geteilt durch 2, das macht 324. Wer sieht, dass 324 genau das Quadrat von 18 ist, der darf die Primfaktorenzerlegung hier aufhören. Wer das nicht erkennt, macht eben weiter. 324 geteilt durch 2, das macht 162. Und 162 geteilt durch 2 macht 81. Hier erkennt natürlich jeder, dass 81 das Quadrat von 9 ist. Also stoppen wir die Primfaktorenzerlegung, sobald wir ein perfektes Quadrat erkennen. Wenn nicht, machen wir weiter bis 1. Hier können wir aber stoppen und sehen an dieser Zerlegung, dass 1296 genau dasselbe ist wie 2 hoch 4 mal 81. Also ist die Quadratwurzel von 1296 die von 2 hoch 4 mal 81. Das ist aber die Quadratwurzel von einem Produkt. Die Quadratwurzel von einem Produkt entspricht dem Produkt der einzelnen Quadratwurzeln. Also können wir hier in Quadratwürzelchen zerstückeln. Die Quadratwurzel von 2 hoch 4, das macht natürlich 2 hoch 2, also 4. Und die Quadratwurzel von 81, das macht 9. 4 mal 9 ist 36 und fertig.